herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Schatz. Ich bin so gespannt, was du zu meinem Geschenk zu sagen hast. Was soll das da draußen? Hier, das gehört auch noch dazu. Ach komm, mach mal auf. Komm, mach schon. Total sicher. Hat sogar Beifahrer-Airbag. Und deine Lieblingsmusik kannst du auch... Hör auf, das interessiert mich nicht. Wieso gibst du so viel Geld aus für etwas, das ich nicht haben will? Ich wollte ein Fahrrad haben. Sonst nichts. Sag mal, was ist denn eigentlich los mit dir? Ich habe mich seit Tagen auf dein Gesicht gefreut, wenn du das Auto bekommst. Und nun tust du so, als hätte ich dir was angetan. Bring es zurück. Ich werde mich in kein Auto setzen. Wie meinst du das? Was glaubst du denn, wieso ich mit niemandem mehr mitgefahren bin? Ich bin nicht mehr dazu in der Lage. Aber das kann ich doch niemandem sagen. Sonst glaubt ihr alle, ich bin bekloppt. Ich habe Angst. War immer wegen deiner Mutter? Ja. Schließlich habe ich das Auto gefahren. Aber du hattest doch keine Schuld. Nein, aber ich fühle mich trotzdem schuldig. Ich hatte ein Airbag und Mutti nicht. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Es ging alles so schnell. Den Knall vom Airbag höre ich immer noch. Das tut mir so leid, mein armer Schatz. Sie würde noch leben, wenn ich an dem Tag nicht gefahren wäre. Krasse Autos. Der Fehler war meiner Meinung nach, dass du nicht gleich nach dem Unfall wieder gefahren bist. Dann wären deine Ängste sicher längst vorbei. Das glaube ich nicht. Doch, doch. Wenn du dich erstmal überwunden hast und wieder am Steuer sitzt, dann sieht alles wirklich total anders aus. Ich meine, das Autofahren macht dir dann auch wieder Spaß. Ich weiß nicht. Doch, komm Schatz, hab doch Vertrauen. Ich sitze neben dir. Ich meine, wir machen einfach eine wunderschöne, gemütliche Geburtstagsfahrt. Nur bis zur S-Bahnhof. Aber erst will ich noch in Ruhe frühstücken. Na klar. Ritter, sag mal, brauchst du heute das Auto? Ich bleib hier. Ich geh mit Nadine radeln. Weißt du, ich habe gestern mit meinem Vater telefoniert und ihm geht's nach seiner Operation überhaupt nicht gut. Tut mir aber leid. Ja, er war so komisch, hat fast überhaupt nichts gesagt. Und ich würde sogar heute hinfahren. Na klar, kannst du es. Nee, Momentchen, ich wollte doch heute mit dem Wagen die Bücher abholen. Okay. Könntest du nicht mit der S-Bahn fahren vielleicht? Könnte ich schon. Du, mein Vater liegt im Landshut im Krankenhaus und dem geht's wirklich nicht gut. Und ich muss dahin. Ja, okay, dann nimm halt du das Auto, aber dann muss ich jetzt gleich los. Und du machst den Abwasch für mich, okay? Also, ciao. Ich habe noch was zu tun, sonst Stress sogar am Samstag. Ich bin echt unaufrei. Macht's gut. Moment, und was ist mit dem Abwasch? Ja, es tut mir leid, aber ich habe zu tun. Das nächste Mal mache ich bestimmt alles alleine. Versprochen. Das ist ja nicht zu fassen. Tschüss. Das nächste Mal mache ich bestimmt alles alleine. Versprochen. Aber mitfeiern können Sie aber wirklich. Oder, es tut mir leid, aber ich muss jetzt auch los. Ich mache mir wirklich Sorgen. Verstehst du doch, oder? Das ist ja toll. Ich bin die Einzige, die hier den Job hat und schufte die ganze Woche und dann soll ich auch noch am Wochenende den ganzen Haushalt allein machen. Komm, ich mach's uns auch viel. Ja, wenn du mich gerade mit Kimberly beschäftigen musst. Das ist jetzt nicht fair. Ich bin halt sauer. Das verstehe ich ja. Das ist wirklich so blöd gelaufen heute. Tja. Meine schreit. Damit wäre das Thema Aufräumen für heute ja wohl erledigt. Ja, tut mir leid. Danke fürs Auto. Ist nicht die Babyschale. Danke. Ciao. Tschüss.
Schatz. Wir gehen jetzt auch. Vielleicht kommen ja die Heizmärchen. Na, dann wollen wir mal den Sound dieser Anlage ausprobieren, gell? Na wunderbar. Da gibt's wieder nur Schrott. Ah, das ist jetzt genau das Richtige. Das magst du doch, oder? Ich stelle das Radio aus. Also, ich weiß nicht, was du hast. Ich meine, das geht doch wunderbar mit dem Fahren. Du brauchst nur ein bisschen mehr Fahrpraxis. Ist mir das wert? Du packst das schon. Ich jedenfalls fahre gerne mit dir. Aber ich fahre nicht gern. Fahren wir zum Opa nach Landshut. Weißt du, der ist ein bisschen krank. Er freut sich so, dich zu sehen. Ja. Da musst du lachen, gell? Wieso muss jetzt ausgerechnet dieser Traktor da fahren? Das ist doch kein Problem. Du musst ihn einfach überholen. Aber da kommt ein Auto. Dann überhole, wenn das Auto vorbeigefahren ist. So, jetzt kannst du, oder? Nein, jetzt kommt ein Wagen von hinten. Schalte den Blinker ein. Komm. So, dann weiß der Fahrer, dass du überholen willst. Jetzt kannst du wirklich überholen, oder? Meine Güte, fahr endlich, Frau! Ist ja unmöglich für die Fähre. Den Traktorfahrer bringst du, sollst ihn überholen. Muss ich? Ja klar, jetzt ist doch alles frei. Und den Mercedes-Fahrer hinter dir war auch überholen. Also gib Gas. Meine Güte, ich hab's eilig. Da kommt ein Auto! Gib Gas, du kommst ja noch vorbei. Gib doch endlich mal Gas, Marlene! Oh. Können Sie Notarzt und Polizei verständigen? Die Frau hat's arg erwischt. Da vorne 200 Meter am Ortseingang. Da ist eine Telefonzelle. Ich mach das schon, ich habe ein Telefon im Wagen. Ja, Spotzeli, komm her, komm. Ja, komm. So, geh her. Ja, hier ist ein Unfall in der Moosstraße. Kurz vor dem Ortsschild Ismaning. Ismaning. Veranlassen Sie bitte, dass ein Notarztwagen kommt. Baumann, mein Name ist Baumann. Ja, ich bin am Unfallort, danke. Marlene, bist du okay? Marlene. Also, ich schau mal nach, was mit dem anderen Auto passiert ist, ja? Herr Baumann, können Sie eine Nachricht für Flugpassagier Paul Latzki entgegennehmen? Paul Latzki, er kommt mit der Maschine aus Warschau. Ja. Ja, ich bin Zeuge eines Unfalls und werde hier für mindestens 2 Stunden festgehalten. Ja, ich rufe dann nochmal durch. Die Frau schwer verletzt. Wir müssen gleich Polizei und Notarzt anrufen. Das macht schon der Mercedes-Fahrer, der hat ein Autotelefon. Ja, bleib nur stark. Ist schon gut. Ja. Haben Sie Schmerzen? Alles viel, weil ich mein Baby. Das Baby ist in Ordnung. Der Traktorfahrer kommt mit sich um ihr Kind. Oh, Gott sei Dank. Keine Angst. Da brauchen Sie wirklich keine Angst haben. Wissen Sie, ich komme mit so kleinen Wurzel aus. Ich bin nämlich mehrfacher Opa. Gell, Spurzel? Ja, da brauchst du nicht weinen. Also ich hol mal Verbandzeug. Ja. Da sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Sowas wie Sie sollte man gar nicht auf die Straße lassen. Sie sind ja gemeingefährlich. Hören Sie auf, meine Frau zu beschimpfen. Sehen Sie nicht, dass sie einen Schock hat? Ja, kein Wunder, so wie die gefahren ist. Na, an Ihrer Stelle würde ich ganz leise sein. Denn schließlich sind Sie der Hauptschuldige hier. Na, so ein Quatsch. Ja, Sie haben meine Frau durch Blinken und Hupe verunsichert. Und dann verhindert sich nichts Blödsinn. Und Sie verhindert der Einsatz, die Traktor wieder zu stellen, ja? Das ist doch Blödsinn. Das ist nicht Blödsinn, Mann. Das ist es. Wollen Sie mich provozieren, oder was?
Es ist ja alles gut. Ja. Alles ist in Ordnung. Wir werden also, soweit ich das jetzt beurteilen kann, bei Ihrer Frau um ein Strafverfahren wohl nicht herumkommen. Es ist also eine fahrlässige Körperverletzung im Raume, nämlich diese entgegenkommende Fahrerin. Ja? So wie Sie es schildern, könnte ich mir vorstellen, dass auch der Mercedes-Fahrer nicht ungeschoren davonkommt. Er hat sicher mit eine Ursache für diesen Unfall gesetzt. Nicht? Also auch er wird wahrscheinlich mit einem Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und dazu möglicherweise, so wie Sie es schildern, mit einem Verfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr rechnen müssen. Haben Sie schon irgendwann einmal mit dem Gericht zu tun gehabt als Angeklagte? Nein, aber als Zeuge. Als Zeuge? Ja, ich hatte vor einem Jahr auch einen Unfall. Und da musste ich vor Gericht als Zeuge aussagen. Das ist vielleicht auch, ich bin ein bisschen langsam gefahren, weil es meine erste Autofahrt war, seit langem. Weil bei dem Unfall vor einem Jahr meine Mutter tödlich verunglückt ist. Ich bin seitdem nicht mehr Auto gefahren. Hatten Sie Angst davor? Oder? Ach, der Unfall hat mich damals ziemlich belastet und deshalb wollte ich mich in kein Auto mehr setzen. Führen Sie jetzt den Unfall mehr darauf zurück, dass Sie, sagen wir mal so, nicht mehr die nötige Fahrpraxis hatten? Oder meinen Sie, dass dieser Unfall auch deshalb zustande kam, weil Sie eben diesen vorangegangenen Unfall hatten? Da ein Zusammenhang bestehen könnte. Ich würde eigentlich sagen, nein. Autofahren verlernt man nicht innerhalb von einem Jahr. Außerdem war es ein Automatikauto. Und mein Mann war ja dabei und also. Was hast du gefahren vor einem Jahr? Ich meine, Tierespiele hast du gefahren. Ich meine, und dann ein Jahr nicht. Ich meine, ja, das ist wie Radfahren. Ich meine, das verlernt man nicht. Ja. Mhm. Also. Es kommt jetzt erst einmal darauf an, was die Staatsanwaltschaft bei Ihrer Ehefrau überhaupt veranlassen wird. Wenn wir diesen Strafbefehl haben, wird zu überlegen sein, ob wir mit dem, was im Strafbefehl an Strafe ausgesprochen wird, leben können. Oder aber, ob wir gegen diesen Strafbefehl Einspruch einlegen, um eventuell ein besseres Ergebnis zu erzielen. Ja, dann sieht es so aus, das können wir nicht viel machen in diesem Moment, ne? Nur abwarten, ich meine. Abwarten? Ich fahre sowieso nie mehr Auto. Ja, doch, ich meine, das kannst du doch nicht dumm. Ich meine, das, ich verstehe das, aber irgendwie, ich meine, geht das natürlich nicht, ne? Kann man nicht sagen, ich steige nie wieder im Auto, weil ich Angst habe. Ich meine, Angst ist da. Muss man überwinden. Ich steige bestimmt in kein Auto mehr. Ich kann Ihre Ehefrau verstehen. Ich meine, sie hat nun einmal schon zwei Unfälle miterlebt. Und es sind gut. Der erste Unfall ist besonders tragisch.
Und sie versucht es also jetzt ein zweites Mal wieder Auto zu fahren? Mhm. Und prompt endet also auch das mehr oder weniger in einer kleinen Katastrophe. Ja, aber ich glaube, irgendwo wird es auch ein drittes Mal geben. Also wenn jemand, so wie es bei Ihrer Frau der Fall ist, nun ganz offensichtlich Angst hat, sich hinter ein Steuer zu setzen, Hemmungen hat, ja, das hat Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit. Klar. Und so ein Auto ist ja nun kein Spielzeug. Klar, das verstehe ich. Ich meine, man kann unheimlichen Schaden damit anrichten. Klar. Nicht nur bei Fremden, sondern bitte, natürlich auch, es kann auch Ihrer Frau etwas Schlimmes passieren oder es kann Ihnen etwas Schlimmes passieren. Also ich kann Ihre Frau verstehen, wenn sie sagt, sie setzt sich nicht mehr hinter ein Steuer. Ich meine, wenn Angst da der Grund ist, ich meine, da muss man doch etwas machen, da muss man doch, man ist immer Verkehrsteilnehmer, also. Man muss etwas machen, aber ich habe den Eindruck, dass Ihre Ehefrau alleine es nicht mehr schafft, nochmals Auto zu fahren. Sondern, dass sie hier, ich möchte es einmal bitte nicht erschrecken, dass sie hier eventuell die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen muss. Ihre Frau ist nicht die erste und wird nicht die letzte sein, die aufgrund eines Unfalls sich nicht mehr in der Lage sieht, wieder Auto zu fahren. Und dieser Psychologe kann möglicherweise Ihrer Frau helfen. Ich weiß es nicht. Glaub mir, lass uns das machen. Ich meine, es ist das. Es bringt eventuell auch einen Pluspunkt im Verfahren, wenn man also sagt, bitte, ich kämpfe jetzt gegen diese Ängste als Fahrzeugführerin an. Was meinen Sie dazu, Frau Melzer? Würden Sie? Ich könnte mir vorstellen, dass auch Sie sich wieder wohler fühlen, wenn Sie diese Ängste versuchen zu bekämpfen. Ich kann es mir ja mal überlegen. Die Therapie wird im Prinzip so verlaufen, dass wir versuchen, sie ganz allmählich wieder an die Gefahren des Straßenverkehrs zu gewöhnen. Das geht nur so weit, wie Sie das auch selbst akzeptieren. Sie können jederzeit unterbrechen, Sie können jederzeit sagen, ich will nichts mehr. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt leider keine, ich will mal sagen, Pille, die also Ihnen da hilft, sondern das ist mühevoll. Genauso wie ein sportliches Training. Sie müssen immer etwas tun, etwas machen, immer sich bemühen, sich einsetzen und immer ein Stückchen weiterkommen. Ich bin es nicht, der sie dazu bringt, dass sie die Angst verlieren oder weniger Angst haben, sondern sie sind es selbst. Sie müssen wissen, ob ihnen das so wichtig ist, was sie wollen, dass sie eben diesen schwierigen Weg begehen. Ich will es unbedingt, ja. Die Angst beeinträchtigt mein Leben so sehr, da muss ich was unternehmen. Wir müssten auch etwas über ihre allgemeinen Probleme, die sie haben mit dem Leben, besprechen. Also dass die Unfallangst und die Probleme, die sie haben, sind nichts gänzlich Neues, sondern eine Verschärfung bisheriger Probleme. Wenn Sie mal so überlegen, was es für Probleme in Ihrem Leben gibt oder gab, was meinen Sie? Ich bin ziemlich konfliktscheu und sehr harmoniebedürftig. Also ich gehe den Konflikten eigentlich aus dem Weg. Und es hat sich wirklich verschlimmert seit den beiden Unfällen. Mein Durchsetzungsvermögen ist inzwischen gleich null. Was meinen Sie wohl, wie das entstanden ist, wie sich das entwickelt hat, Ihre Konfliktscheu? Mein Verhältnis zu meiner Mutter war sehr konfliktbeladen. Von meiner Seite aus. Ich konnte mich gegen sie nicht durchsetzen. Sie war eine sehr dominante Frau. Und sie war ständig um mich und hat mich nie losgelassen. Ich konnte mich gegen sie nie durchsetzen.
Hatten Sie dabei auch Angstgefühle? Ja. Ich hatte Angst davor, Ihre Liebe zu verlieren. Und jetzt geht's mir ein bisschen so mit meinem Mann. Ich habe Angst davor, dass er mich verlässt. Deshalb war ich auch damit einverstanden, dass ich an meinem Geburtstag mit dem Auto gefahren bin. Ich war nicht in der Lage zu sagen, nein, ich habe Angst, ich will nicht mit dem Auto fahren. Ich habe den Eindruck, dass Sie durch diese Lage ziemlich hilflos geworden sind. Ja, das stimmt. Ich habe auch meinen Beruf aufgegeben, wegen der Angst. Und habe einen Beruf jetzt gewählt, wo ich keine Verantwortung trage, wo ich keine Entscheidungen treffen muss. Ich komme mit irgendwelchen Konflikten nicht mehr zu Rande. Was sagen denn Ihre Freunde und Bekannte und Ihre Verwandten dazu? Von meiner Autoangst wissen sie nichts. Ja, das habe ich mir gedacht. Das ist ja, es kommt häufig vor, dass also die Angst vom Autofahren verschwiegen wird. Ich block da jedes Gespräch ab. Was glauben Sie denn, was die anderen sagen würden? Dass ich nicht schuld bin, dass ich keine Schuldgefühle haben muss, dass ich mein Leben weiterleben muss, ganz normal, dass meine Mutter nicht immer noch Einfluss auf mich haben darf. Meinen Sie, dass das ehrlich ist? Oder ist da eine Tröstung mit verbunden? Wahrscheinlich beides. Ich war wirklich unschuldig an dem Unfall, aber wenn ich an diesem Tag nicht diesen Ausflug gemacht hätte, dann wäre meine Mutter jetzt noch am Leben, also indirekt. Ist schon irgendwie eine Schuld da. Sicher, vom Gericht her gesehen natürlich nicht. Ja, Herr Baumann, was kann ich für Sie tun? Wie ich schon am Telefon andeutete, wurde ich am letzten Samstag in einen Verkehrsunfall verwickelt, ohne schuldig zu sein, ohne Täter zu sein, sondern sozusagen als Zeuge. Ja. Aber ja, die Mitbeteiligten wollen mich da nun hineinziehen. Gut, und was hat jetzt die Polizei zu Ihnen gesagt? Ja, also der Mann der Kontrahentin sozusagen, der Verursacherin des Unfalls, eine Frau Melzer, wie ich dann später erfuhr, der hat mich also ja attackiert, verbal attackiert. Ich hätte den Unfall verursacht oder mitverursacht oder wie auch immer und bezichtigte mich der Beteiligung, der Nötigung, der fahrlässigen Körperverletzung und was immer auch und wurde dann auch tätlich, hielt mich am Schlawittchen hier. Was hat da die Polizei gemacht? Und also auf den Hinweis dieses Ehepaares Melzer hat man mich also dann als Beschuldigten einvernommen. Gut, und der Mann dieser Frau Melzer, der hat Sie beschuldigt, warum? Weil Sie zu nah aufgefahren sind oder weil Sie geblendet haben oder weil ich Sie hätte, aufgeblinkt haben? Ich hätte die Fahrerin durch mein Verhalten des Auffahrens, des Blinkens, des Hupens, ich hätte sie irritiert. Und dadurch wäre sie also aus dem Fahrkonzept gekommen oder wie immer das formuliert wurde. Also ich fand das alles etwas. Aber Sie sagen, dass Sie eigentlich immer genug Abstand zu ihr hatten. Anfangs, als sie auch rausgeschert ist, war ein bisschen näher, aber Sie sind dann zurückgegangen und Sie sind auch hinter den Traktor eingeschert. Da war auch immer noch Platz für die Frau. Hätte sie ohne weiteres noch, ich meine, wenn sie eine versierte Fahrerin gewesen wäre, ohne weiteres sich noch einordnen können. Sie hätte noch beide Optionen frei. Sie hätte beschleunigen können, überholen können und sie hätte auch noch sich zurücknehmen können, also bremsen können. Und hätte sich dann hinter dem Traktor und vor meinem Wagen einordnen können. Also für eine Nötigung sehe ich da eigentlich überhaupt keinen Raum. Allenfalls könnte man sagen, weil Sie aufgeblendet haben kurz, also Lichthupe betätigt haben. Aber selbst das ist ja eine ganz normale Reaktion im Straßenverkehr, wenn Sie jemanden warnen wollen. Also man wird da nie Ihnen einen strafrechtlichen oder vom Verkehrsstrafrecht her einen Vorwurf machen können. Also ich sehe da überhaupt nichts. Wie lange ist das her? Das war am letzten Samstag, am 1. Und seitdem haben Sie also noch nichts mehr gehört von der Polizei, oder? Seitdem habe ich nichts gehört, nein. Also ich meine, Herr Baumann, ich würde jetzt Folgendes machen, nämlich gar nichts machen.
Allenfalls könnte ich mir vorstellen, dass man gegen Sie einen Bußgeldbescheid erlässt. Ich glaube es nicht, aber bitteschön, wenn sowas käme, haben Sie eben nur Fristen zu wahren und dann rechtzeitig zu mir zu kommen, dass man da Einspruch einlegen kann, denn ich sehe überhaupt keinen Raum, dass man Sie hier belasten könnte und dass man hier einen Vorwurf gegen Sie erheben könnte in der verkehrsstrafrechtlichen Weise. Also ich möchte noch eins hinzufügen, was vielleicht auch noch relevant ist. Ich habe natürlich auch meine Lichthupe betätigt, weil ich eigentlich durch das unvermittelte Ausscheren den Eindruck hatte, die Fahrerin hat gar nicht in den Rückspiegel geschaut, weder in den Innen- noch in den Außenspiegel. Und ich wollte einfach mich bemerkbar machen, da ist jemand. Das ist auch richtig so, das sollen Sie ja sogar machen. Und insofern empfand ich das überhaupt nicht als, als Nötigung oder als ein Bedrängen oder wie immer man das formulieren will. Da haben Sie sicher recht. Also ich sehe da eben auch überhaupt keinen Vorwurf, den man machen könnte. Jetzt kommt noch eine Problematik. Ich habe durch die Tatsache, dass ich nun also an die 2 Stunden dort am Unfallort aufgehalten wurde, meinen Termin am Flughafen München-Erding versäumt. Welchen Termin? Ich hatte einen Geschäftstermin dort. Ich wollte einen Geschäftspartner treffen, der mit dem Flieger aus Warschau kam. Und es ging um ein Geschäft mit Verkehrsmitteln für Polen, das heißt, um genau zu sagen, Busse für die Stadt Breslau. Ja. Und das war ein so gut wie sicherer Auftrag. Der ist mir dann durch diesen Aufenthalt entgangen. Es handelt sich um eine erhebliche Provision. Und ich möchte doch auch mal nachfragen, inwiefern ich da nicht was der Haftpflichtversicherung der Kontrahentin gegenüber geltend machen kann. Es ist so, zunächst einmal muss man sich darüber im Klaren sein, dass Schadenersatzansprüche geltend zu machen gegenüber einem, der im Straßenverkehr einen behindert hat, äußerst schwer ist, wenn nicht ein tatsächlicher Unfall stattgefunden hat. Und ein tatsächlicher Unfall mit Ihrem Fahrzeug hat nicht stattgefunden. Mhm. Sie sind also nur auf der Straße, in Anführungszeichen, aufgehalten worden. Ja. Und wenn Sie nur auf der Straße aufgehalten worden sind, gibt es an und für sich keine Vorschrift in unseren Gesetzen, die Ihnen einen Schadenersatz zusprechen. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, mich da zu entfernen, hätte ich natürlich meinen Namen und meine Adresse hinterlassen und mein Kennzeichen und hätte meine Aussage eben dann jeweils entsprechend später gemacht. Ja, das können Sie natürlich auf der anderen Seite auch nicht. Eben, Es ist schon richtig, also dass Sie gewartet haben auf die Polizei, das ist in dem Fall sicherlich richtig, gerade wenn schwerere Verletzungen da sind, müssen Sie das sogar. Das verlangt das Gesetz von Ihnen, aber das Gesetz gibt Ihnen auf der anderen Seite eben für diese zeitliche Verzögerung von vielleicht 1, 2, von mir aus 3 Stunden, gibt Ihnen keine Haftungsnorm, die für Ihre Schadenersatzansprüche gültig wäre und Ihnen Erfolg bescheiden würde. Ja, demnach gilt ja sozusagen, jemand von jemand anderen verursacht der Unfall als höhere Gewalt. 2 Stunden kann man einem Staatsbürger schon zumuten, dass er... Aber nicht einem, der in Termin ist und wo es um eine Provision geht, die also nun erheblich über 100.000 Mark lag. Selbst wenn Sie Ansprüche hätten, also gesetzliche Ansprüche hätten, wäre es ja wahrscheinlich so, dass man sie nicht beweisen könnte, weil man Ihren Vertragspartner ja braucht aus Breslau und man ja nicht wissen kann, ob sich der in die Karten schauen lässt, ob der überhaupt hierher kommt und eine Aussage macht. Ja. Beispielsweise vom Zivilgericht, wenn Sie Ihre Provision bei der Haftpflichtversicherung von dieser Frau Melzer geltend machen, gerichtlich. Also damit gebe ich in keinem Fall durch. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ja. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, in gewisser Weise beruhigen Sie mich auch, denn ich habe mich über mich selber geärgert, weil ich mir gesagt habe, du hättest eine Möglichkeit finden müssen, aus dieser Situation herauszukommen, um den Termin wahrzunehmen. Es gibt natürlich wieder einige Fragen an unseren Versicherungsexperten Wolfgang Hertel. Zum Beispiel, was ist mit Dieter Baumann, dem ein Geschäft entgangen ist, was er zwar nicht beweisen kann, aber wenn er es könnte, hätte er dann einen Anspruch? Er hätte keinen. Er hätte einen sogenannten mittelbaren Schaden erlitten. Und für mittelbare Schäden sieht der Gesetzgeber nur in ganz seltenen Ausnahmefällen Ersatzpflicht vor. Im Fall des Dieter Baumann hätte es keinen Schadenersatz gegeben. Der ganz große Brocken ist natürlich Ines Keller. Sie hat hier einige Verletzungen. Sie hat die rechte Kniescheibe kaputt. Sie hat eine Platzwunde. Sie hat Gehirnerschütterung, Gurtmarken, glaube ich, auch noch. Wie sieht es aus zum Beispiel mit den Heilbehandlungskosten? Fangen wir damit vielleicht mal an. Ja, die Ines Keller war nicht unerheblich verletzt. Sie hat die üblichen Ansprüche, Heilbehandlungskosten, soweit entstanden Verdienstausfall.
dann gegebenenfalls auch Schmerzensgeld und vor allen Dingen auch Ersatz der Kosten, die sie aufwenden muss, dass ihr Kind während der 10-tägigen Krankenhausbehandlung betreut werden kann. Richtig. Es wird ja im Krankenhaus betreut, ja, weil Eltern oder Freunde das Kind nicht nehmen können. Aber ich meine, das schlägt ja auch ins Geld. Und das schlägt auch ins Geld, da entsteht ein zusätzlicher Aufwand, der wird ersetzt. Die Frage ist nur, ob sie vollen Schadenersatz verlangen kann, und das ist nicht der Fall. Sie hat wie jeder Halter und Fahrer die Betriebsgefahr des eigenen Autos gegen sich gelten zu lassen, es sei denn, sie wäre eine ideale Fahrerin mit idealer Fahrweise gewesen, und das war gerade nicht der Fall. Sie ist mit hoher Geschwindigkeit herangekommen und hat zu spät gebremst. Wer auf eine gefährliche Situation, und es ist ein Überholvorgang, zufährt und sich darauf nicht einstellt, sondern einfach erwartet, die Gefahr werde sich schon auflösen, bis man an der Stelle ist, der handelt nicht defensiv, der handelt aggressiv, und der muss sich auch ein Verschulden entgegenhalten lassen. Das ist unverständlich, aber es passiert ja öfter. Ne? Passiert öfters, also haftet sie für die Folgen des Unfalls zu ungefähr einem Viertel. Ja. Und im Gegensatz dazu die Marlene Melzer zu Dreiviertel. Auch keine ideale Fahrerin. Sie hat auch die Betriebsgefahr ihres richtig. Fahrzeugs sich entgegenhalten zu lassen. Sie war auch keine ideale Fahrerin mit idealer Fahrweise. Sie hat sich in einer gefährlichen Situation mit Panikattacken ans Steuer gesetzt und sie hat die Situation auch nicht gemeistert. Nun ist ja die Frage, ob Marlene Melzer zwar keine ideale Fahrerin, aber ob sie überhaupt schuldfähig ist. Denn dann sieht sie doch wohl anders aus. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Wenn sie schuldunfähig war, dann kriegt die Ines Keller kein Schmerzensgeld, weil das Schmerzensgeld an ein fahrlässiges Verhalten des Schädigers gebunden ist. Nur dann gibt es Schmerzensgeld. Und noch ein Problem, Herr Hertel, steht ja im Raum. Ines Keller hat ja ein geliehenes Auto gehabt, als sie gefahren ist, von ihrer Freundin Britta Lampe. Da gibt es Reparaturkosten. Wer übernimmt die? Da fallen Reparaturkosten an, vielleicht auch Nutzungsausfall und sonstige pauschale Kosten. Die Britta Lampe kann diese Kosten ersetzt verlangen im Rahmen der üblichen Haftung, 3/4 von der Marlene Melzer und 1/4 von der Ines Keller, die den Schaden mitursächlich herbeigeführt hat. 3 Monate sind seit dem Unfall vergangen. Marlene Melzer gelingt es immer besser, ihre Autoangst abzubauen. Inzwischen fährt sie sogar kürzere Strecken selber, wobei der Psychologe neben ihr sitzt. Ich glaube, das war genug für heute. Ja. Sie geben mir den Schlüssel. Soll ich wieder so fahren wie beim ersten Mal? Also zuerst dachte ich, es wäre mir lieber, wenn Sie fahren, aber ich finde, es ging heute wesentlich besser als bei den letzten Malen. Ich hatte auch den Eindruck. Also der Gegenverkehr macht mir nicht mehr so große Angst, nur wenn Lastwagen kommen. Dann ist es noch ziemlich schlimm, aber sonst geht's ganz gut. Ja, aber Sie scheinen ziemlich angespannt zu sein. Ja, das bin ich schon noch. Ja, heute haben wir auch nicht so ganz so lange gemacht, also ist auch gut, wenn wir uns da nicht überlasten. Also ich finde, das ist immer eine hohe Anspannung. Und da darf ja auch nichts passieren, was sie dann wieder in neue Schwierigkeiten bringt. Jetzt haben wir so ganz kleine Erfolge und die müssen wir auch jetzt sichern und sehen, dass wir da drauf aufbauen. Was ist Ihnen denn heute besonders schwer gefallen? Also ziemlich schlimm war es, als mich einer überholt hat. Da habe ich ein bisschen abgebremst, das haben Sie ja sicher gemerkt. Ja, habe ich gemerkt, ja. Ich fand es sehr riskant, wie er mich überholt hat. Also, da kam mir ein Auto entgegen und also es war haarscharf, es war ziemlich knapp, ne? Also ich dachte, ich habe keinen Platz mehr auf der Straße. Ja, das habe ich gemerkt. Also sie saßen da ganz starr am Steuer und da setzte am liebsten hätte ich angehalten, ja. Ja, setzte einiges aus, ja, das stimmt. Da gab es einmal eine Situation auf dieser einen Landstraße, da wollte jemand von rechts rein. Und da habe ich gesehen, der hat so gut wie gar nicht in den Rückspiegel geschaut. Da dachte ich mir, also da muss ich doch jetzt besonders viel Angst bekommen. Nein, das war für mich eine Situation, wo ich dachte, ja, das ist okay. Da waren Sie einmal längere Zeit hinter einem Fahrzeug. Und dann habe ich also gesehen, wie Sie so, naja, nicht so richtig, ein bisschen verstohlen in den Rückspiegel geschaut haben. Was haben Sie denn da gedacht? Ich hatte Angst, dass wieder einer hinter mir ist, der auch überholen will und mich bedrängt. Also der mich dazu drängt und zwingt, ich muss jetzt überholen. Ja. Aber es war ja Gott sei Dank keiner hinter mir. Wenn wir jetzt beim nächsten Mal wieder fahren wollen. Ich höre schon, Sie stöhnen schon ein bisschen. Das kann ich gut verstehen. Also das ist ganz klar, wenn jemand Angst hat, und ich habe auch viele Situationen, vor denen ich Angst habe,
wenn mich da jemand bittet, das zu machen. Das ist ganz klar. Das kann man nicht so ohne weiteres ertragen. Wir haben ja auch gesagt, Sie wollen sich ja auch irgendwo in diese leidvollen Situationen hineinbegeben, um sie überwinden zu können. Was meinen Sie, was Sie sich beim nächsten Mal so zutrauen würden? Also ich fahre auch gerne selbst mal wieder, wenn Sie also ein bisschen Entlastung brauchen. Nein, also ich möchte schon selber fahren. Vielleicht könnte man mal eine längere Fahrt machen, um mir auszuprobieren. Und sich selbst auch so ein bisschen mal austesten können. Und auch so, vielleicht würde ich dann vorschlagen, da überlege ich mir mal was, dass wir dann beim nächsten Mal etwas finden, dass Sie dann nicht so längere Strecken auf der Landstraße haben, von der Sie gar nicht runterkommen, dass immer mal so kürzere Abschnitte da sind, dass Sie mal auf dem Parkplatz könnten, mal so Ausflüchte, will ich mal sagen, finden können oder auch mal runterfahren können. Da überlege ich mir mal eine Tour, dass wir mal da so beginnen können und dann mal sehen, wie Sie sich das dann zutrauen. Mhm. Also ich finde, die Erfolge, die jetzt da sind, ich meine, die werden Sie auch behalten. Und wenn jetzt nicht etwas Außergewöhnliches passiert, das kann natürlich immer sein, aber ich glaube, dass das also schon so weitergehen wird. Frau Melzer, Sie hatten jetzt nochmal übers Wochenende Gelegenheit, mit Ihrem Ehemann zu besprechen, wie wir in Ihrer Sache weiterverfahren sollten. Wie haben Sie sich entschieden? Ich möchte die Sache durchziehen. Sie möchten die Sache durchziehen. Ja. Sie erinnern sich aber an unsere Besprechung vom Freitag, dass wir uns jetzt, wenn wir hier in den Gerichtssaal hineingehen, auf eine Gratwanderung begeben, wenn wir das psychologische Gutachten vorlegen. Ja. Wenn wir das Gutachten vorlegen, ist es so, dass das Gericht zu der Entscheidung kommen kann, dass nicht nur eine fahrlässige Körperverletzung vorliegt, sondern ein schwerwiegenderer Straftatbestand. Wenn wir zum Tatbestand der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung kommen, dann droht auch ein Führerscheinentzug. Mhm. Wollen Sie auch dieses Risiko in Kauf nehmen? Ja. Gut, es ist Ihre Entscheidung. In der Strafsache melden Sie bitte in den Sitzungssaal. Bitte alles aufstehen. Grüß Gott, bitte nehmen Sie Platz. Es kommt zum Aufruf die Sache Melzer. Die Richterin stellt das Erscheinen der Prozessbeteiligten fest. Marlene Melzer mit ihrer Verteidigerin, Staatsanwalt und technischer Sachverständiger. Als Zeugen sind erschienen Tobias Melzer, die Polizeibeamten Noll und Galle, sowie Ines Keller, Dieter Baumann und Franz Niederhuber. Sie werden auf ihre Wahrheitspflicht hingewiesen und müssen den Gerichtssaal bis zu ihrem Aufruf verlassen. Ja. Entschuldigen Sie, dass ich unterbreche. Ich habe eine Bitte. Mein Name ist Baumann. Und ich bin in dringenden geschäftlichen Termin. Also falls die Möglichkeit besteht und das Prozedere es erlaubt, dass Sie mich vielleicht vorziehen könnten und meine Zeit nicht vorziehen können. Herr Baumann, das merke ich mir vor. Wenn es möglich ist, mache ich es gerne. Bitte Danke. Gehen Sie jetzt auch raus. Dankeschön. Frau Verteidigerin, vor Feststellung der persönlichen Verhältnisse, wollten Sie mir etwas übergeben? Ja. Wie bereits telefonisch der Richterin angekündigt, überreicht die Verteidigerin ein Gutachten, das vom behandelnden Psychologen Marlene Melzer verfasst wurde. Dann verließ der Staatsanwalt den Strafbefehl. Marlene Melzer muss sich wegen eines Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung verantworten. Sie hatte bei der Polizei keine Angaben gemacht und möchte sich jetzt zur Sache äußern. Zu ihrer Fahrpraxis befragt, gibt Marlene an, dass sie bis vor einem Jahr ca. 30.000 Kilometer jährlich gefahren sei. Bevor sie weitere Angaben macht, möchte der Staatsanwalt wissen, warum sie gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt habe. Sinn des Einspruches ist, meine Mandantin will eine Verfahrenseinstellung nach § 153a StPO erreichen, da wir der Meinung sind, dass hier die Schuld der Mandantin an diesem Unfall gering ist. Insbesondere auch im Hinblick auf das vorgelegte Gutachten. Das strebt sie an. Nun ja, man wird sehen. So ganz plausibel erscheint das jetzt so von Anfang an nicht, Frau Rechtsanwältin. Nicht? Das ist sicherlich Die Sache ist klar. Mit der Mandantin eingehend besprochen. Ja, gut. Also schön, dann wollen wir uns auch der Sache zuwenden. Erzählen Sie mir mal, wie es zu diesem Unfall gekommen ist.
Also mein Mann und ich sind auf dieser Muskelkner Straße gefahren und nach circa 10 Minuten Fahrt war ein Traktor mit Anhänger vor uns. Ich wollte den Traktor überholen, bin deshalb auf die linke Fahrbahn und als ich ungefähr auf der Höhe des Traktors war, tauchte plötzlich das Auto von Frau Keller auf. Welchen Eindruck hatten Sie damals? War das für Sie bedrohlich oder war das eine ganz und gar gängig zu schaffende Überholsituation? Nein, also das Auto war für mich plötzlich da. Ich habe völlig die Nerven verloren und bin in Panik geraten. Ja. Jetzt weiß ich auch, wenn ich Gas gegeben hätte, wäre ich problemlos vorbeigekommen an dem Traktor. Aber subjektiv gesehen, also für mich, war dieses Auto bedrohlich nah da. Mhm. Und was haben Sie dann gemacht? Ich habe wohl etwas abgebremst. Wissen Sie das? Nein, ich kann mich an den Unfall selber überhaupt nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass das Auto kam. Und das Nächste, woran ich mich erinnern kann, war, dass mein Mann zu mir gesagt hat, bist du in Ordnung? An das eigentliche Unfallereignis erinnern Sie sich nicht? Können Sie sich erinnern, wie lange etwa Sie hinter dem geblieben sind, bis es dann schließlich dazu kam, dass Sie zum Überholen ansetzten? Das war schon längere Zeit, also vielleicht 4 Minuten. Ich bin sehr langsam gefahren. Also es war meine erste Fahrt seit einem Jahr. So, jetzt kommen wir doch schon auf die Vorgeschichte. Gut, dann tun wir. Dann steigen wir auch ein. Also, dieser Fahrt vom 1.7.95 ging ein Unfall voraus. Ja. Können Sie mir schildern, wie es zu diesem Unfall gekommen war? Ich bin mit meiner Mutter auf der Bundesstraße gefahren. Dann kam unser Wo war das? Das war in der Nähe von Freising. Mhm. Ja. Dann kam uns ein Lastwagen entgegen. Mhm. Und plötzlich tauchte hinter diesem Lastwagen ein Auto auf, das den Lastwagen überholen wollte und uns anscheinend übersehen hat und frontal mit uns zusammengestoßen ist. Haben Sie noch irgendwas zur Abwendung des Unfalles tun können? Nein. Es waren auf der einen Seite, also auf meiner Seite war eine Mauer, eine Gartenmauer und auf der anderen Seite waren Bäume. Waren Sie denn bis dahin, bis zu jenem ersten Unfall aus dem Jahre 94, regelmäßig gefahren? Ja. Sie sagten vorhin schon 30.000 Kilometer pro Jahr im Durchschnitt. Das ist also eine durchschnittliche Fahrpraxis. Sind Sie täglich gefahren? Ich bin täglich gefahren, ja. Mhm. Auf dem Weg zur Arbeit und zurück? Und beruflich bedingt auch. Und beruflich? Ja. Technische Zeichnerin? Nein, ich war damals Architektin. Musste also viele Baustellen besuchen, zu Ämtern fahren, zu Kunden fahren. Ja. Also Sie würden schon sagen, Sie hatten eine ganz stattliche Fahrpraxis. Ja. Wie ist es denn Ihnen, blieben Sie gänzlich unverletzt damals? Ich war unverletzt. Ja. Wie ist es Ihnen denn psychisch danach gegangen? Ich habe sehr große Ängste aufgebaut gegen das Autofahren und habe mich, ehrlich gesagt, nie mit diesen Ängsten auseinandergesetzt. Ich habe die verdrängt, ich habe auch mit niemandem drüber gesprochen, weil ich mich deshalb sehr geschämt habe. Heute weiß ich, dass es falsch war. Aber mir war nicht klar, dass solche Ängste behandelt werden müssen und auch behandelt werden können. Aber Sie sind seitdem nicht mehr gefahren? Nein. Denn die Angst war so groß, dass Sie also nicht mehr Auto gefahren sind. Hatten Sie überhaupt ein Fahrzeug in der Zeit? Ich hatte keines mehr, nein. Wie haben Sie denn dann die beruflichen Notwendigkeiten erledigt? Oder haben Sie deshalb den Beruf gewählt? Deshalb, ja, habe ich mir den Bürojob geben lassen. Haben Sie vorher eigentlich besser verdient? Ja. Das war so, das Architekturbüro ist eigentlich in den Osten ausgelagert worden, um dort ein großes Bauvorhaben zu realisieren. Ja. Und ich habe gesagt, ich möchte München nicht verlassen. Ich möchte bei meinem Mann bleiben. Und da wäre es doch das Beste, wenn ich als technische Zeichnerin hier bleibe. Also ich habe schon mich mit Ausflüchten gerettet. Ihr Mann hat auch nicht gewusst? Nein. Waren Sie schon verheiratet zu der Zeit des ersten Unfalls? Nein. Wir haben im Januar darauf geheiratet. Also 95? Ja. Januar 95. Ja, aber ab der Zeit des engen Zusammenlebens müsste doch Ihr Mann irgendwas gemerkt haben, oder? Oder Sie ja, das kommt auf die Ausflüchte an. Ich habe mich immer auf Umweltverhalten rausgeredet. Die S-Bahn ist nah. Wohin waren Sie eigentlich unterwegs? Wir wollten eine kurze Fahrt zur S-Bahn machen. Die Probefahrt mit dem neuen Auto sozusagen. Es sollte nur eine Probefahrt zur S-Bahn sein. Wie weit war es denn von Ihrem Haus in Mooskirchen bis zur S-Bahn? Also bis zum Bahnhof praktisch? Ja, mit dem Auto ungefähr
12, 13 Minuten. Kilometer würden mich ein bisschen mehr interessieren. Weil es sehr relativ ist, wie schnell man dann fährt. 5 Kilometer. Ungefähr 5 Kilometer. Mhm. Diente die Probefahrt dem Auto oder Ihrer Fahrkunst? Was wusste Ihr Mann mit anderen Worten? Also er wollte, dass ich mit dem neuen Auto einen Ausflug mit ihm mache. Er wusste nicht, dass die Ängste so groß sind, dass ich natürlich Hemmungen habe, Auto zu fahren, war ihm schon klar nach dem Unfall. Aber dass sie so schlimm sind, also das wusste ich ja selber nicht. Mhm. Dass sie so Panikanfälle auslösen, das war mir nicht klar, sonst hätte ich mich nie ans Steuer gesetzt. Ich wollte ja niemanden gefährden. Ich möchte Sie noch mal fragen, wie weit glauben Sie, war denn dieser plötzlich auftauchende, entgegenkommende Wagen entfernt? Also riesengroß, direkt vor mir, 5 Meter. Mhm. Können Sie sich wohl nicht, weil Sie sich ja an gar nichts erinnern, noch an irgendwelche sonstigen Dinge, vielleicht so inselhaft erinnern? Ich weiß nur noch, dass es irrsinnig laut war. Also lauter Geräusche sind auf mich eingedrungen. Das kann natürlich der Unfallcrash gewesen sein. Mhm. So, um das abzuschließen, jetzt zunächst die Feststellung, dass Ihnen ja glücklicherweise so gut wie nichts passiert ist. Ja. Sie haben den Airbag gehabt, Ihr Mann ja wohl auch. Ja. Sie haben geringfügige, leichte Verbrennungen, kann man das wohl kaum nennen, sagen wir mal Hautreizungen durch den Airbag gehabt. Ja. Habe ich vorhin Ihre Bemerkung richtig verstanden? Sie haben Ihre bisherige Tätigkeit aufgegeben und in den Bürojob gewechselt, haben Sie gesagt, weil Sie nicht mehr fahren wollten. Ja. Also so eine schwerwiegende Entscheidung und dann an diesem Tag fühlten Sie sich so unter Druck, dass Sie doch gefahren sind. Ich habe mich von meinem Mann überreden lassen, ja, leider. Wenn Sie jetzt sagen, ich wollte möglichst in keinem Auto sitzen, dann verstehe ich das so, dass Sie auch nach Möglichkeit nicht als Beifahrerin mitgenommen werden wollten, dass Sie also das Auto überhaupt gemieden haben. Ja. Die Richterin verliest auszugsweise das psychologische Gutachten. Darin steht, dass Marlene Melzer an Panikattacken und Depressionen leidet. Es sei anzunehmen, dass sie die begonnene Therapie durchhalten und erfolgreich abschließen könne. Und dann ist mir beim Durchlesen ein Passus aufgefallen, der sich auf Seite 7 des Gutachtens befindet, den ich auch insoweit verlesen möchte. Es ist der letzte Absatz auf Seite 7. Die Schwere von Frau Melzers Panikattacken liegt noch im Grenzbereich des Normalen, da sie noch zu überreden war, sich an das Steuer zu setzen. Da knüpfen sich nun einige Fragen daran, Frau Melzer. Zunächst einmal möchte ich gerne wissen, wie sind Sie an dieses Institut für psychologische Unfallnachsorge überhaupt gekommen? Woher wussten Sie, dass es das gibt und dass man Ihnen da vielleicht helfen kann? Von meiner Rechtsanwältin. Ja, also erst nach dem Unfall, ja. Um den es bei uns hier geht. Sonst wäre ich ja vorher schon hingegangen. Mhm. So, und dieser eine Satz aus dem psychologischen Gutachten, Herr Hertel, dass nämlich bei Marlene Melzer alles noch im Grenzbereich des Normalen ist, der müsste doch vieles ändern. Das heißt ja, sie ist schuldfähig. Das ist der ganz entscheidende Satz und darauf wird es ankommen, wie er auszulegen ist. Wenn sich herausstellen sollte, definitiv endgültig, dass die Marlene Melzer sich in ihrer persönlichen Situation doch besser nicht hätte ans Steuer setzen dürfen, dann hat sie den Verkehrsunfall fahrlässig vorwerfbar herbeigeführt. Und dann trifft sie ein Verschulden und dann kann auch die Ines Keller wirklich ihr Schmerzensgeld bekommen. Es handelt sich da immerhin um eine Größenordnung von 8.000 bis 10.000 Mark. Bitte. Wie oft waren Sie in der Zwischenzeit dann da bis heute? Einmal pro Woche. Und soll es auch so weitergehen oder wird sich das schon reduzieren? Ich mache das jetzt noch 3 Monate. Ja. Und dann sind 6 Monate Pause. Mhm. Und dann nochmal 6 Monate. Soll erstrebt werden, dass Sie wieder ganz normal am Straßenverkehr teilnehmen können oder steht das nicht im Vordergrund? Doch, genau das ist es ja. Also ich fahre auch mit diesem Therapeuten. Wie oft? Einmal pro Woche. Bei jeder Sitzung machen wir... Ach, bei jeder Sitzung? Ja, und jedes Mal länger. Also am Anfang, nach der dritten Sitzung, zuerst waren 2 Gesprächssitzungen und bei der dritten Sitzung ist er gefahren und ich war nur Beifahrer. Ja. Und in der 4. Sitzung bin dann ganz kurz ich gefahren. Mhm.
Und dann wird die Zeit, in der ich fahre, die wird dann immer länger. Und wie lang wird die mittlerweile? Inzwischen kann ich eine Dreiviertelstunde fahren. Also, ich bin ganz neuer Mensch seitdem. Mhm. Wo fahren Sie denn so? Stadtverkehr oder um die Stadt rum? Inzwischen auch Stadtverkehr, ja. Mhm. Der Gutachter hat in der Zusammenfassung niedergelegt, dass Sie durch Rückzug aus Aktivitäten, die zum Teil wesentlich für Ihre Lebensführung waren, zeitweilig erfolgreich diese Panikattacken kontrolliert haben. Ich nehme an, damit meint er unter anderem Ihren Berufswechsel, aber auch die Tatsache eben, dass Sie überhaupt nicht mehr Auto gefahren sind. Ich nehme an, er meint damit, dass ich, sobald ich ein Auto gesehen habe, mich geweigert habe, da reinzusetzen oder zu fahren. Auch als ich das Geburtstagsgeschenk von meinem Mann gesehen habe, das war schon ziemlich hart für mich. Sich das eigentlich anmerken lassen? Nein. Dann gibt es noch einen Satz hier, der mir nicht ganz unbedenklich zu sein scheint. Also für die erfolgreiche Kontrollierung der Panikattacken, schreibt dann der Gutachter, der dafür erforderliche psychische Aufwand kann auf Dauer nicht durchgehalten werden. Kann man eigentlich nur so verstehen, dass diese Panikattacken kommen und sich wiederholen können. Dass Sie sie eben nicht in der Hand haben. Ja, wenn ich sie nicht behandle. Das schreibt er nicht. Aber Sie verstehen es so. Ich verstehe es so, weil ich merke, wie ich immer mehr Erfolg habe beim Autofahren. Also die Ängste werden immer weniger. Ich fühle mich dem Verkehr wieder gewachsen. Die Zeit ist eigentlich so kurz, dass ich mir das fast, die Zwischenzeit meine ich jetzt, eine so grundlegende Persönlichkeitsveränderung fast nicht vorstellen kann, Frau Melzer. Ich glaube, das Wichtige daran ist, dass ich die Angst jetzt überwinden will, dass ich mich damit auseinandersetze und damit ist eigentlich das meiste schon gewonnen. Sie wollten sie vorher nicht überwinden? Ich habe es verdrängt, ich habe mich überhaupt nicht damit beschäftigt, nein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es besonders glücklich finde, dass Sie da mit einem Therapeuten neben sich am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Also das weiß ich noch nicht, ob das ein Ergebnis ist, das hier herauskommen kann. Verstehe ich jetzt nicht, was Sie meinen. Also dass der Therapeut... Also der normale Kraftfahrzeugführer sollte ohne fremde Hilfe am Straßenverkehr teilnehmen können und nicht neben sich einen Psychiater benötigen. Vom Polizeibeamten Noll möchte die Richterin wissen, welchen Eindruck Frau Melzer auf ihn machte und wo sie sich befand, als er zum Unfallort kam. Sie saß in ihrem Fahrzeug, ich ging zu ihr hin, ja. Ich wollte mit ihr sprechen, sie war total apathisch, sagte immer irgendwelche unverständlichen Sachen, also das war offensichtlich, dass sie unter einem starken Schock litt, also für meine Begriffe. Ja. Wie hat sich das dann im Weiteren entwickelt, solange Sie noch an der Unfallstelle waren? Ja, ich habe dann einen der Sanitäter geholt und der hat sich dann weiter um Sie gekümmert. Ja. Der Polizeibeamte Galle vom Unfallkommando hat die Unfallskizze und die Lichtbildmappe hergestellt. Doch zunächst möchte die Richterin auch von ihm wissen... Welchen Eindruck hatten Sie von der Frau Melzer? Wie wirkte die auf Sie? Wo war sie, als Sie eintrafen? Als ich eintraf, war die Frau Melzer im Rettungsfahrzeug gesessen. Wurde da von einem Sanitäter betreut. Ja. Ich hatte sie kurz gefragt, was passiert ist. Sie ging auf meine Fragen überhaupt nicht ein. Sie sah mich an, als ob sie nicht wüsste, wer jetzt da vor ihr steht, was ich von ihr wollte. Ich habe dann die Rettungssanitäter weiterarbeiten lassen, weil mir klar war, dass ich aus der Dame nichts rausbekommen könnte. Sah das für Sie nach einem Schock aus? Würde ich so sagen, ja. Ja, Herr Galle, die Skizze, Blatt 5, samt Erklärung, Blatt 5a sowie die Lichtbildmappe Blatt 6 werden zum Gegenstand des Augenscheins gemacht. Wer mag, kann nach vorne kommen und sich die anschauen. Die Skizze ist sehr klar und übersichtlich. Das sind wohl die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge. Dann haben Sie festgehalten, dass es dort Schwarzdecke ist, die Wetterverhältnisse trocken-sonnig, Fahrbahn ohne Sichtbehinderung. Eine Kurve soll eine Rolle spielen, aber die ist ganz weit, wenn ich die Örtlichkeit richtig einschätze. Das war von der Unfallstelle aus gesehen in Fahrtrichtung Ismaning. War im Abstand von knapp einem halben Kilometer eine Rechtskurve. Eine leichte oder eine ziemlich? Eine ziemlich deutliche Rechtskurve. Ja. Und im Anschluss an diese Rechtskurve geht es dann in den Ortseingang von Ismaning rein. Herr Galle, was ist denn die nächste S-Bahn-Station hier zu diesem Bereich? Die nächste S-Bahn-Station hier ist Ismaning. Jawohl. Wie weit wäre das noch ungefähr gewesen? Nur knapp 1,5 Kilometer.
Tobias Melzer hat als Ehemann der Angeklagten ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, er braucht keine Angaben zu machen. Er möchte jedoch von diesem Recht keinen Gebrauch machen und aussagen. Tobias ist Niederländer und hat seit Jahren eine kleine Konditorei in der Münchner Innenstadt. Ist Ihnen nach dem Tod der Mutter am Verhalten Ihrer Frau etwas aufgefallen, möchte die Richterin wissen. Sie wollte sich nicht mehr in ein Auto setzen, wollte eigentlich überhaupt nicht mehr fahren und hat es eigentlich kategorisch abgelehnt, sich überhaupt noch mit Autos fortzubewegen, wie sagt man das, also unterwegs zu sein. Mhm. Auch als Beifahrerin? Ja. Heißt es, dass Sie in der Zeit seit dem ersten Unfall auch mit Ihnen am Steuer beispielsweise nicht mehr gefahren ist oder nur noch sehr selten? Oder? Ganz, ganz selten. Mhm. Die Tatsache, dass Ihre Frau sehr selten im Auto sogar mitfuhr, also als Beifahrerin neben Ihnen sitzend mitfuhr, ist doch was, meine ich, Auffallendes. Ja, stimmt. Haben Sie diese auffallende Tatsache mit dem Unfall in Verbindung gebracht oder gab es für Sie dafür vielleicht auch noch andere Gründe? Also irgendwie ja, habe ich es da. Mit dem Unfall? Ja. Also ist es. Hat denn Ihre Frau dabei zum Beispiel ganz klar gesagt, du, ich möchte es nicht, ich habe Angst? Oder hat sie versucht, da immer so zu lavieren? Sie hat immer andere Gründe angebracht. Zu sagen, zum Beispiel, ich gehe lieber mit dem Fahrrad. Herr Melzer, Sie haben nun ihr zum 1.7. zu Ihrem Geburtstag ein Auto geschenkt. Genau. Wollten Sie sie kurieren oder? Nein, ich wollte, dass sie selber wieder Auto fährt eigentlich. Ja. Das wollte ich, das war der Grund. Ja. Und dann ist es eben zu diesem Unfall gekommen. Ja, wie kam genau, in diesem, also dieser Mercedes hinter uns, die ist also ziemlich rasch bei uns dran gefahren, an die Stoßstange, hat geblinkt, gehupt. Beides? Ja. Wie oft etwa? Ja, wie oft, also so einfach genervt hat er gehupt. Also es war so, so auch mit Lichtsignale, also mit Lichthupen nennt man das, glaube ich. Ne? Mhm. Und dann ist meine Frau wegen dieser Benehmen von dieser Mercedes-Fahrer irgendwie in Panik geraten. Und war einfach nicht mehr fähig, noch zuzuhören, war einfach, es war sie nicht mehr da. Wo war da Ihr Auto schon? Der war schon auf der Seite von dieser Traktor. Traktor gleich Zugwagen oder Anhänger gemeint? Ja, so in der Mitte ungefähr, so da war es. Mhm. Also noch nicht da vorbei. Und ich halte noch mal fest, Sie sagten, wegen dieses Benehmens, also dieses Verhaltens des Mercedes-Fahrers, sei sie in Panik geraten. Also das hat es ausgelöst, ja. Es ging alles eigentlich an dem Moment blitzschnell. Mhm. Es hat diesen Zusammenstoß gegeben. Da ist sie also kurz ohnmächtig geworden. Ist, also das, ja, die Airbags gehen ganz schnell auf. Und beide, ne? Beide, ja. Mhm. Und da ist sie kurz, war sie einfach total weg, war sie nicht mehr also bei Bewusstsein, wenn man das so sagt. Nach dem Unfall? Ja, klar. Oder während, also kurz? Nein, ziemlich gleich nach dem Unfall, nach dem Zusammenstoß eigentlich. Mhm. Kam dann wieder zu sich bald? Ja. Wäre Ihre Frau ohne den Hinterherfahrenden denn an dem Gespann vorbeigekommen? Wenn sie also ich, meine Meinung nach, ich denke, hätte diese Mercedes-Fahrer nicht so irrsinnig sich benommen, dann hätte sie vorbeikommen können. Ich meine, dann war die Panik auch nicht ausgelöst worden und dann hat sie einfach da vorbeifahren können. Kann es nicht sein, dass der Hinterhergefahrende gehupt und geblinkt hat, weil er eine Gefahrensituation gesehen hat, weil er befürchtet hat, dass das... Aber da muss es doch auch einen Grund geben, dass es eine Gefahrensituation gibt. Ja, wenn jemand so langsam und ständig auf der Gegenfahrbahn fährt, ohne zu überholen, kann das ja gefährlich werden. Also kann nicht sein, dass der sozusagen ganz fürsorglich versucht hat, Ihre Frau zu warnen, sie möge doch weiterfahren. Das Verfahren wegen Nötigung wurde gegen den Kaufmann Dieter Baumann eingestellt. Er schildert, dass er schon von Weitem den Traktor mit Anhänger und den langsam hinterherfahrenden roten Mercedes wahrgenommen habe, der keinerlei Anstalten machte, einen Überholvorgang einzuleiten. Eine Frau saß am Steuer. Ich setzte also den Blinker und wollte auf die Gegenfahrbahn gehen, um zügig zum Überholen anzusetzen. Das scherte die Fahrerin aus. Möglicherweise hatte ich jedenfalls den Eindruck, hatte sie gar nicht in den Rückspiegel gesehen. Und darum habe ich dann, nachdem sie auch neben dem Traktor, dieses Traktorgespann aufgeschlossen hatte und überhaupt keine Anstalten machte, nun sagen wir mal,
mit einer adäquaten Geschwindigkeit zu überholen, wozu man ja angehalten ist, habe ich kurz die Lichthupe betätigt, weil ich den Eindruck gewonnen hatte, sie hat mich gar nicht bemerkt. Und es ging also munter so weiter, darf ich mal so sagen. Was wollen Sie damit sagen? Ich hatte zeitweilig den Eindruck, sage ich Ihnen ganz spontan, da kriegt jemand illegalen Fahrunterricht auf einer Nebenstraße. Also der Eindruck drängte sich mir auf. Und dann habe ich sicherlich noch ein, zweimal die Lichthupe betätigt. Später wurde mir vorgehalten, ich hätte die Fahrerin bedrängt und wäre zu dicht aufgeschlossen. Wie dicht, schätzen Sie, waren Sie denn im Endeffekt drauf? Bei einer Geschwindigkeit von 35 waren es sicherlich 5-6 Meter. Aber es muss ja so weit gewesen sein, dass sie meine Signale überhaupt bemerkt hat. Denn wenn ich dichter dran gewesen wäre, hätte sie ja gar nicht bemerken können. Na, also hören hätte sie ja dann wohl erst recht können. Richtig, aber sie hat ja wohl ausgesagt, dass sie die Lichthupe bemerkt hätte, wenn ich mich recht entsinne. Denn es mir wurde. Irren Sie sich, denn die Angeklagte hatte bisher, im Akt jedenfalls befindlich, gar nichts ausgesagt dazu. Also mir wurde jedenfalls, ich wurde als Beschuldigter einvernommen und mir wurde ein Bedrängen vorgeworfen durch Lichthupe und Hupen. Mhm. Vielleicht kam diese Munition von Ihrem Begleiter, das kann natürlich sein. Ja, weiter? Ja, es war, die Straße war frei und es wurde nicht überholt. Im Gegenteil, das rote Fahrzeug fiel zurück. Ja, und dann sah ich das Unheil kommen. Es erschien ein blaues Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn. Und dann kam, was anscheinend kommen musste. Ich scherte wieder auf die rechte Fahrbahn hinüber. Das blaue Fahrzeug näherte sich. Die Fahrerin des roten Mercedes beschleunigte nicht. Sie bremste anscheinend auch nicht. Jedenfalls war meine Konzentration in dem Moment auf das entgegenkommende Fahrzeug gerichtet und auch natürlich auf den Traktor, denn ich wollte ja in einem gebührenden Abstand mich dahinter setzen. Und dann kam es zu einem Zusammenstoß. Ich bin dann zu meinem Wagen gegangen und habe die Polizei angerufen. Entschuldigung. Können Sie das Ding jetzt aber bitte ausstellen? Es tut mir leid, ich bin in Terminnot. Ich sage nur ganz kurz. Nein, 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 das kommt nicht in Frage. Das gilt hier nicht. Ich unterbreche die Sitzung. Der Zeuge kann den Sitzungssaal verlassen und draußen telefonieren. Bitte schön. Ich danke Ihnen. Das wäre ja noch schöner, wenn wir das jetzt hier anfangen. Baumann? Ach, Sie sind's, Frau Dixius. Ja, Sie haben was angerichtet. Sie haben mich mitten in der Verhandlung erwischt. Ja, die Richterin ist stinksauer. Mich vor die Tür geschickt zum Telefonieren. Ich mach's kurz. Ja, ich weiß, ich bin spät dran, aber ich denke, in 20 Minuten habe ich das Haus hier verlassen. Ja. Und rufen Sie unbedingt den Kunden Keilhacker nochmal an, dass wir durch diesen Unfall nicht noch einen Auftrag verlieren. Ja, und denken Sie an Frau Schill. Ja, da war für später was verabredet. Ich pack das schon. Also bis später dann. Ich rufe Sie an. Ciao. Entschuldigung, am besten Dank für Ihr Verständnis. Ja, Herr Baumann. Sehr glücklich bin ich über so eine Situation nicht, gell? Wir lassen uns von dem Telefon möglichst nicht terrorisieren. Sie sich vielleicht, aber wir uns jedenfalls nicht. Ich habe durch diesen Vorfall schon genug Schaden gehabt, deswegen muss ich an meinen Terminen dranbleiben. Ich bitte um Verständnis. Herr Baumann, machen wir weiter in der Sache, dann geht es für Sie umso schneller. Selbstverständlich, ich möchte auf eine Bemerkung von Ihnen zurückkommen, die Sie vorhin geäußert hatten. Das rote Fahrzeug, das ist also der Mercedes, und zwar vor dem Unfall, fiel sogar zurück, sagten Sie. Ja. Da möchte ich gerne wissen, ob Ihnen dabei aufgefallen ist, ob da die Bremslichter aufgeleuchtet haben. Meines Wissens nein. Als Sie nun den Entgegenkommer, das blaue Fahrzeug, bemerkt hatten, wie weit war das da Ihrer Schätzung nach noch entfernt? 300, 400 Meter. Wäre aus Ihrer Sicht ein Überholen, wenn man das Überholmanöver zügig durchgeführt hätte, möglich gewesen? Von beiden Fahrzeugen. Also Sie hätten noch mit hinterher? Ja, meiner Meinung nach ja. Der PKW hat zu überholen begonnen, sagten Sie. Wie weit ist er denn an diesem landwirtschaftlichen Zug vorbeigefahren? Ist er hinten auf Höhe des Anhängers geblieben oder ist er ein Stück nach vorne noch gefahren? Er ist bis zur Zugmaschine gekommen, schätze ich mal. Mhm. Und anschließend, sagten Sie, hat er sich zurückfallen lassen, wissen aber nicht, ob er gebremst hat. Also ich hatte den Eindruck, die Fahrerin kann sich nicht entschließen. Soll sie überholen? Bevor das blaue Fahrzeug auftaucht. Soll sie überholen?
oder soll sie nicht überholen? War also der Überholvorgang selbst sehr langsam und das Zurückfallen anschließend, nachdem Sie keine stärkere Bremsung offensichtlich wahrgenommen haben, müsste dann ja auch etwas langsam gewesen sein. Also, das ist natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung. Mir kam es endlos vor. Sie sind durch den Unfall als solchen nicht geschädigt worden? Körperlich nicht, materiell schon. Ja, aber nur indirekt und das hat hier außer Betracht zu bleiben. Herr Baumann, ich danke Ihnen. Wenn Sie Kosten hatten, die durch diesen Termin entstanden sind, können Sie sie geltend machen, möchten Sie? Nun ja, ich kann es ja mal mitnehmen. Ja. Damit gehen Sie bitte im ersten Stock auf Zimmer 105 und bekommen dort Ihr Zeugengeld. Ich danke für Ihr Kommen. Mich beinahe versucht zu sagen, gehen Sie ganz schnell, bevor Ihr Telefon wieder klingelt. Herr Baumann. Ich nehme es zur Kenntnis. Als nächstes dann bitte den Zeugen Niederhuber. Vom Landwirt Franz Niederhuber möchte die Richterin wissen, wie schnell er mit seinem Traktor war, als der Mercedes zuerst hinter und dann neben ihm fuhr. Exakt 36 Stundenkilometer. Woher wissen Sie das ganz genau? Weil der mit Vollgas nicht 37 und nicht 35, sondern genau 36 geht. Bremslichter werden Sie nicht gesehen haben. Nein, nein, war ja neben mir. Ja. Können Sie an der Stelle, Herr Niederhuber, mir sagen, über welche Wegstrecke etwa das so war? Oder in Zeit gesagt, das wird schwieriger sein. Es ist schwierig. Wegstrecke ist vielleicht einfacher. Ja, ich würde sagen, 200 Meter bestimmt neben mir dran. Das ist eine lange Strecke. Ja, bei der geringen Geschwindigkeit ja, sicher, vor allem. Für mich hat das nach einer ganzen Ewigkeit ausgeschaut. Sie meint, wenn ich halte es nur noch mal fest, damit ich Sie nicht missverstehe. Ja, kurz sind es vielleicht 150 Meter. Haben Sie die Fahrerin selber von Angesicht sehen können? Wenig, wenig. Da hat die Sonne auf die Scheiben geschaut, scheint das. Hat man nicht viel sehen können. Das angespannt war, das hat man sehen, ja. Das haben Sie am Gesicht gesehen oder die Körperhaltung oder was? Ja, war's? Wenn jemand lässig drin sitzt, dann hat er das Lenkrad vorne, aber sie war eben nach vorne gezogen. So hinterm Lenkrad? So in der Richtung. So am Lenkrad festgeklebt, festgebissen, ja. Ja, und dann hat es mit der Höhe von meinem Traktor kam es zu dem Unfall. Das blaue Auto, die hat offensichtlich stark bremst noch. Was mich natürlich wundert, dass sie nicht rechts ausgewichen ist, nachdem es ebenerdig ins Feld reingeht. Also ich hätte da versucht, eben auszuweichen. Wenn man Sie fragen würde, Herr Niederhuber, wer aus Ihrer Sicht den Unfall verschuldet hat, was würden Sie dann antworten? Ja, ich würde sagen, der rote Mercedes. Allein? Ja. Der hinterherfahrende Mercedes? Der war schon wieder auf der rechten Seite. Hinter meinem Anhänger. Da wäre aber noch so viel Platz gewesen, dass der rote hätte auch einscheren können. Sie haben vorhin gesagt, sie sei festgebissen, also starr hinter ihrem Steuer gesessen. War das von Anfang an, wo Sie sie gesehen haben, so oder ist es erst später so geworden? Das glaube ich war gleich schon so. Ines Keller gibt an, dass sie mit ihrer kleinen Tochter Kimberly nach Landshut wollte. Kurz hinter Ismaning kam sie aus einer Kurve und hatte danach eine übersichtliche gerade Strecke vor sich, auf der ihr weit entfernt ein Traktor entgegenkam, den ein roter Wagen überholte. Ines Keller fuhr etwa 80 auf der Landstraße. Und dann bemerkte ich, dass hinter dem Roten auch noch ein Fahrzeug war. Ich konnte nicht genau sehen, weil es verdeckt war. Und es war wunderbar, Platz war ganz normales Überholmanöver. Also ich hatte auch überhaupt keine Veranlassung, mit der Geschwindigkeit irgendwie runterzugehen oder zu bremsen oder sonst etwas. Und komme näher und ja, ich weiß nicht warum, der rote Mercedes einfach nicht vorbeigekommen ist an dem Traktor. Ja. Der ist also wirklich da kleben geblieben und ich habe gedacht, jetzt kommt der gleich. Aber der ist da einfach, einfach da geblieben. Und dann fahre ich halt hin und irgendwie kam es dann halt zum Zusammenstoß. Haben Sie noch gebremst? Ich hab versucht mit Vollbremsung das irgendwie noch abzufangen, aber das war nicht mehr zu machen. Da hat ein Zeuge erzählt, er verstünde gar nicht, warum Sie nicht, statt zu bremsen, nach rechts in die Wiese ausgewichen wären.
Frau Keller, das muss recht verstehen. Das ist kein Vorwurf, wenn ein Zeuge sich in einer Unfallsituation falsch verhält oder sagen wir mal, sich auch anders hätte verhalten können, ist das kein Vorwurf, dass es nicht getan hat. Ja, aber trotzdem die Frage, haben Sie daran gar nicht gedacht oder sah das für Sie so aus? In Ihnen war da nicht mehr, es war eine Reaktion. Die Reaktion war als erstes einfach in Bremsen. Die Bremse reinzusteigen. Das ist die instinktmäßig erste Reaktion. Gut, und das andere ist halt, dass meine rechte Seite ist halt mein Baby gewesen und die Richtung nach rechts ist ja möglicherweise eine Gefährdung, wenn ich an so einen Pfosten da irgendwie geprallt wäre für mein Baby, was für mich vielleicht vom Unbewussten her die Möglichkeit nach rechts auszuweichen irgendwie nicht. Ihr Baby blieb bei dem Unfall unverletzt. Ja, Gott sei Dank. Sie selber sind bedauerlicherweise doch schwer verletzt worden. Was für Verletzungen hatten Sie? Am meisten ist halt die Kniescheibe, die gebrochen war und die ich jetzt, also immer noch behandelt wird. Und dann die Platzwunde, also hier oben. Die sieht man noch deutlich. Ja, und dann das sind auch erst 3 Monate. Ne? Richtig. Und dann hatte ich eine Nase. Ja, ich meine, ich war halt ein paar Tage eben, 10 Tage im Krankenhaus. Und hatte Nasenbeinbruch, das haben sie aber wieder gut hingekriegt. Ja. Und ich meine dann halt die Gurtmarke, wie sie halt bei einem Unfall, wie ich mir habe sagen lassen, üblich sind. Diese Verletzungen lassen einen ganz kurz daran denken, ob sie wohl angegurtet waren. Waren sie angegurtet? Unbedingt, ich hatte meine Gurtmale, also das war mit Blutergüssen hier alles voll. Ja, Sie sagten die Gurtmarke. Ja. Aber Sie sind mit dem Kopf aufs Lenkrad, oder? Ja. Denn woher kommt sonst die Nasenbeinfraktur? Ja. Ich sitze im Auto recht weit vorne, muss ich sagen. Also vielleicht daher. Also ich kann es nicht sagen. 10 Tage stationär. Wie schaut es denn aus? Was hat man Ihnen gesagt? Wie wird es weitergehen mit der Patellafraktur? Sie sind eben auch die Ärzte beruhigen mich. Sie sagen zwar, es dauert ein bisschen länger. Aber wenn Sie es wirklich ganz wieder einrichten wollen, dann muss ich einfach ein bisschen Geduld haben, aber Sie machen mir sehr Wird folgenfrei ausheilen. Ja, ja. Also eines fällt ja nun krass auf, Herr Hertel, ein Frontalzusammenstoß mit solchen unterschiedlichen Unfallfolgen. Also Marlene und Tobias Melzer haben ja praktisch nichts, leichte Hautabschürfungen am Handgelenk durch ein Airbag bei Marlene Melzer und dagegen die schweren Verletzungen von Ines Keller. Ist denn der Airbag ein Garant dafür, dass die Verletzungen nicht so groß sind oder praktisch gar nicht da sind? Der Airbag ist ein Garant dafür, dass weniger passiert. Und deswegen sollten auch alle Autos mit Fahrer-Airbag, aber auch mit Beifahrer-Airbag ausgerüstet werden. Und sie werden es ja auch heutzutage zunehmend. Bei dem Beifahrer-Airbag, da brauchen wir noch eine gewisse Entwicklung. Der Beifahrer-Airbag muss so intelligent sein, dass er erkennt, ob der Beifahrersitz besetzt ist oder nicht. Denn es wäre unsinnig, dass, wenn nur der Fahrer im Auto sitzt und es zu einer Kollision kommt, auch der Beifahrer-Airbag sich auslöst, weil dann die Reparaturkosten hinsichtlich der Airbags sich gleich verdoppeln. Richtig, da muss noch etwas geschehen, aber ich glaube, da ist die Industrie schon auf einem guten Wege. Was man immer wieder hört in Sachen Airbag, dass man also durch Brillen oder durch Rauchen natürlich, man sollte ja nie rauchen, also speziell nicht im Auto, aber wenn nun mal, dass es da Verbrennungen gibt und durch die Brille Verletzungen, stimmt das? Teilweise. Brille ist ungefährlich. Bevor es zum Kontakt mit dem Airbag kommt, rutscht die Brille weg. Aber Zigaretten sind gefährlich. Der Airbag drückt die Glut der Zigarette irgendwo im Gesicht aus. Es kann zu Verbrennungen kommen, schlimmstenfalls im Auge. Noch schlimmer sind dran Zigarrenraucher oder Pfeifenraucher. Ja, ist ja auch ein Aber es kann Auto, auch, ein Wahnsinn. Es kann auch sonst zu Verletzungen kommen durch Gegenstände, die der Fahrer oder Beifahrer in der Hand hält, zum Beispiel Getränkedosen oder auch die Handys. Oh, ja. Aber man muss sagen, alle diese Verletzungen, die da eintreten können, sind jedenfalls geringer, als die Verletzungen wären, die der Airbag verhindert hat. Also ich glaube, ganz wichtig ist Airbag im Zusammenhang mit dem Gurt. Ich glaube, der Gurt ist nach wie vor das Wichtigste, auf jeden oder? Fall kann der Airbag den Gurt nicht ersetzen. Der Airbag ist eine Ergänzung zum Gurt. Nur zusammen mit dem Gurt wird der optimale Schutz erreicht. Wie reagieren eigentlich die Versicherungen? Wird das belohnt sozusagen, wenn man einen Airbag hatte im Auto? Nein, so ein Luftsack ist ein normales Sicherheitselement im Fahrzeug, genauso wie die Knautschzone. Und der Sicherheitsgurt und andere auch. Den Vorteil hat der Fahrer oder der Beifahrer selber. Es ist ein Vorteil für die eigene Gesundheit.
Nun ist es ja so, Sie wissen ja noch, die Zeit, als die Gurte noch nicht Pflicht waren, hat es halt keiner gemacht. So unvernünftig sind die Autofahrer nun mal. Dann wurde es Pflicht. Wären Sie dafür, dass auch der Airbag Pflicht wird? Eine Airbag-Pflicht ist eigentlich überholt, weil der Autofahrer selbst weiß, dass er Airbags kaufen muss und haben muss. Also sie werden heute überwiegend angenommen und Autos ohne Airbag sind schwer verkäuflich. Also eine gesetzliche Verpflichtung liefe der wirklichen Entwicklung hinterher. Hat sich praktisch erübrigt. Hat sich überholt. Danke, Herr Hartl. Der technische Sachverständige war unmittelbar nach dem Unfallereignis von der Polizei zur Unfallstelle gerufen worden. Er erläutert eine von ihm gefertigte Skizze und Fotos. Ja, also das ist die Fahrbahn selbst. Die hat eine Breite von 5 Metern an der Innenseite der weißen Fahrbahnmarkierungen gemessen. Das heißt, die Fahrbahnmitte liegt bei etwa 2,5 Metern. Als wir an die Unfallstelle rauskamen, war das die Endposition der Fahrzeuge. Das rote Fahrzeug ist also das Fahrzeug der Frau Melzer, das entgegengekommene Fahrzeug, das blaue Fahrzeug der Frau Keller, dann der PKW des Herrn Baumann, auch hier sehr schön aus den Bildern zu sehen. Der Traktor stand also auch in unmittelbarer Nähe. Der Traktorfahrer hat einen Fahrbahnrand gelenkt und war auch noch bei der Unfallaufnahme dann anwesend. Zwischen den beiden Fahrzeugen waren ganz konzentriert Kleinteile, also Glas, Lacksplitter, Kunststoffteile, und zwar auf einem Bereich von etwa 1 bis 1 Meter verstreut. Wir können also davon ausgehen, dass die Endposition der Fahrzeuge in etwa auch der Kollisionssituation und der Lage des Kollisionsortes entspricht. Der PKW Mitsubishi hat eine Blockier- bzw. eine Bremsspur gezeichnet von einer Gesamtlänge von 34,5 Meter. Diese Spur habe ich in die Skizze mit eingetragen. Nach Erläuterung der Skizze und der Fotos erstattet der technische Sachverständige sein Gutachten. Er kommt auf den zögerlichen Überholvorgang von Marlene Melzer zu sprechen. Der Herr Niederhuber hat angegeben, die fuhr etwa 150 Meter neben meinem Fahrzeug, kam nicht nach vorne, kam nicht nach hinten. Das spricht alles dafür, dass dieser gesamte Vorgang sehr langsam abgelaufen ist. Ich mache mal eine Grenzbetrachtung. Ich gehe davon aus, dass es hier ein zögerndes, kontinuierliches Beschleunigen war, von einer Position hinter dem landwirtschaftlichen Zug bis etwa auf Höhe des Traktors. Anschließend ist das Fahrzeug aber wieder zurückgefallen, und zwar bis etwa auf Höhe des Anhängers oder möglicherweise auch noch etwas weiter. Und wenn man hier eine Verzögerung zugunsten der Angeklagten von 2,5 Meter pro Sekundenquadrat ansetzt, hier wird bereits die Betriebsbremse eingesetzt. Dann kommt man zu dem Ergebnis, dass vom Überholbeginn bis zu dem Zeitpunkt der späteren Kollision die Frau Melzer mit ihrem Fahrzeug etwa 115 bis 120 Meter zurückgelegt hat. Ist eine relativ kurze Distanz. Wenn man aber die Zeit dagegen sieht, dann wird es schon auffallend, wie langsam dieser gesamte Fahrvorgang stattgefunden hat. Wir haben nämlich eine Zeit von Überholbeginn bis Kollision von 10 bis 11 Sekunden. Bei Beginn des Überholvorgangs war Marlene Melzer 260 Meter von der Kurve entfernt, aus der der PKW von Ines Keller auftauchte. Wenn Marlene zügig überholt hätte, wäre der Überholvorgang in 75 Metern abgeschlossen gewesen, und zwar in 5,5 bis 6 Sekunden. Frau Keller hätte in dieser Zeit bei Tempo 100 lediglich 153 Meter zurückgelegt. Wir kommen auch also auf einen gesamten Raumbedarf, eine gesamte überschaubare Wegstrecke, die erforderlich ist, um an dieser Stelle überhaupt überholen zu dürfen, von 225 bis 230 Meter. Dagegen steht eine Sicht von 260 Meter. Das bedeutet also, aus fahrtechnischer Sicht hat die Frau Melzer an einer Stelle mit dem Überholvorgang begonnen, an denen sie es anhand der Sichtverhältnisse tatsächlich auch durfte. Zusammenfassend komme ich also zu dem Ergebnis, dass die Frau Melzer hier diesen Überholvorgang offensichtlich viel zu zögerlich angegangen ist und nicht die Möglichkeiten, die ihr Fahrzeug ihr auch geboten hätten. Sie hat immerhin einen Mercedes mit 136 PS gefahren, die das Fahrzeug ihr geboten hätten, an dem landwirtschaftlichen Zug vorbeizuführen, hat sie nicht genutzt. Wenn sie den Überholvorgang nicht abgebrochen hätte, sondern im letzten Moment noch Gas gegeben hätte, wäre der Unfall für sie ebenfalls zu vermeiden gewesen. Von der entgegenkommenden Frau Keller, bei der stellt sich die Frage, ob sie verspätet reagiert hat. Sie hat sehr lange diesen Überholvorgang beobachtet und hat dann zu einem späteren Zeitpunkt reagiert. Zu diesem späteren Zeitpunkt, das ist ja auch nun das Ergebnis, war dieser Unfall weg- und zeitmäßig nicht mehr zu vermeiden.
Anschließend an das Gutachten des technischen Sachverständigen gibt der Staatsanwalt einen rechtlichen Hinweis. Ja, ich nehme an, dass seitens der Angeklagten immer noch der Wunsch nach einer Einstellung des Verfahrens im Mittelpunkt des Einspruchs steht. Da muss ich sagen, aus der Sicht der Staatsanwaltschaft ist es halt eine etwas zwiespältige Situation. Es ist sicher nicht zu übersehen, dass dieser Überholvorgang so ungewöhnlich war, dass es also möglich ist, dass entsprechend dem Gutachten die Frau Melzer in einem Zustand war, der im Bereich der Schuldunfähigkeit liegt. Ich meine aber, dass ihr weiterhin ein Vorwurf zu machen ist, weil sie ja in eindrucksvoller Weise geschildert hat, wie sie mitgenommen war und dass sie ein Jahr lang sogar mit Berufswechsel die Möglichkeit, Auto zu fahren, vermieden hat. Also sie hat natürlich das Bewusstsein gehabt, dass sie in einem Zustand sich befindet, der sich mit dem Autofahren nicht vereinbart. Und das ist das Zwiespältige dran, dass sie nämlich am Straßenverkehr teilgenommen hat und wahrscheinlich auch jetzt noch teilnimmt, obwohl sie dazu eigentlich nicht in der Lage ist. Aus der Sicht der Staatsanwaltschaft ist hier im Vordergrund die Frage, wie die Verkehrssicherheit gewährleistet werden kann. Im Klartext, wie ist es möglich zu erreichen, dass die Frau Melzer nur dann wieder am Straßenverkehr teilnimmt, wenn sichergestellt ist, dass sie fahrtauglich ist. Und da möchte ich Ihnen vorschlagen, dass Sie freiwillig auf Ihre Fahrerlaubnis verzichten, mit der Folge, dass Sie erst dann wieder teilnehmen können, wenn Ihnen eine Fahrerlaubnis neu erteilt worden ist. Also müssen vielleicht diese Fahrstunden mit Psychologen umstellen auf Fahrstunden mit einem richtigen Fahrlehrer. Und wenn Sie dann den Nachweis erbringen, dass Sie wieder in der Lage sind, können Sie am Straßenverkehr natürlich wieder teilnehmen, weil Ihnen eine Fahrerlaubnis wieder erteilt werden kann. Ich muss auch dazu sagen, dass dieses Verfahren Anlass gibt, zu erwägen, wenn Sie sich zu einem solchen Schritt nicht entscheiden könnten, zumindest die Verwaltungsbehörde zu verständigen oder hier eben zu prüfen, ob nicht ein Vergehen der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung eigentlich vorlag. Wenn Sie sich zu diesem aus der Sicht der Staatsanwaltschaft doch eindrucksvollen Schritt entschließen könnten, auf Ihre Fahrerlaubnis zu verzichten, mit dieser Folge, dass Sie aktuell nicht fahren dürften, wäre andererseits die Staatsanwaltschaft bereit, das Verfahren auch ohne Zahlung einer Geldbuße einzustellen, weil ich das doch für ein sehr eindrucksvolles Zugeständnis der Angeklagten halten würde. Das wäre also der Vorschlag der Staatsanwaltschaft. Dankeschön, Herr Staatsanwalt. Das wäre eine überraschende Wende. Wäre einerseits weniger, als Sie wollten, und andererseits wäre es fast mehr, als Sie wollten. Aber eine Entscheidung, die Sie sehr genau überdenken müssen. Aber wenn ich jetzt meinen Führerschein abgebe, dann muss ich ja die Therapie abbrechen. Dann war doch alles umsonst. Das ist richtig, Frau Melzer. Aber Sie haben ja auch gehört, der Staatsanwalt hat jetzt erstmals das Wort Straßenverkehrsgefährdung in den Mund genommen. Sie wissen auch, was das bedeutet. Wir haben es vor der Sitzung schon besprochen, dass dies nicht nur mit einer höheren Geldstrafe verbunden ist, sondern dass eine Verurteilung wegen Straßenverkehrsgefährdung notgedrungen auch den Entzug der Fahrerlaubnis mit sich bringt. Das heißt also, Sie würden, wenn wir jetzt den Vorschlag der Staatsanwaltschaft nicht annehmen, mit einem schlechteren Ergebnis hier rauskommen und könnten die Therapie dann ja auch nicht weitermachen. Ja, beim Fahrschullehrer nützt mir nichts. Wie man technisch Auto fährt, weiß ich ja, aber ich brauche den seelischen Beistand. Das ist richtig. Da müsste man dann also zusehen, dass man einen Fahrlehrer findet, der zusammen mit dem Psychologen diese Fahrstunden mit Ihnen macht. Also ich muss sagen, es sind uns jetzt eigentlich die Hände gebunden. Also Sie meinen, ich soll den Führerschein Ich meine, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, Frau Milch. Es ist gar nicht so einfach, sich von seinem Führerschein zu trennen. Marlene ist im Gegensatz zu vielen anderen Unfallbeteiligten noch gut dran. Sie kann sowohl ihren Ehemann als auch ihre Verteidigerin zu Rate ziehen. Wie wird sie sich entscheiden? Frau Vorsitzende, die Mandantin hat sich dazu entschlossen, auf ihre Fahrerlaubnis zu verzichten. Frau Melzer? Ja. Der Verzicht muss ja gegenüber der Verwaltungsbehörde erklärt werden. Frau Rechtsanwältin, da bräuchte ich, jetzt müsste ich das zu Protokoll nehmen, aber nein, schriftliche Erklärung würde das ja vereinbaren. Haben Sie schon ich vorbereitet? Habe eine Erklärung. Das ist fein. Dankeschön. Dann gelangt, Herr Staatsanwalt, die Verzichtserklärung zur Verlesung. Die Unterzeichnete verzichtet unwiderruflich auf ihre Fahrerlaubnis und ermächtigt das Gericht zur Weiterleitung dieser Erklärung an die Kreisverwaltungsbehörde
Frau Melzer, wenn Sie die Sache noch weiterhin vereinfachen wollen, können Sie hier jetzt den Führerschein übergeben. Den würden wir dann ebenfalls der Kreisverwaltungsbehörde zuleiten. Wollen Sie das so handhaben? Ja. Das muss nicht sein. Doch. Aber es wäre einfacher halt. Dann ist auch alles beieinander. Dankeschön. Staatsanwalt, damit wäre Ihre Voraussetzung erfüllt. Ich kann dann einer Einstellung des Verfahrens nach 153 zustimmen. Frau Verteidigerin? Eine Erklärung. Zustimmung? Zustimmung. Das Verfahren wird mit Zustimmung der Angeklagten und der Staatsanwaltschaft gemäß § 153 Absatz 2 StPO eingestellt. Die Kosten des Verfahrens fallen der Staatskasse zur Last. Ihre notwendigen Auslagen trägt die Angeklagte selbst. Jeder dritte Unfallbeteiligte leidet wie Marlene Melzer unter posttraumatischen Reaktionen. Ich finde, dass eine seelische Betreuung von Unfallopfern deshalb genauso wichtig ist wie die medizinische Versorgung. Marlenes Ängste sind unglückliche Realität geworden. Neues Unglück will sie in Zukunft mit viel Aufwand vermeiden. Inzwischen erhält sie sachgerechte Beratung durch ihren Psychologen und einen Fahrschullehrer. Bald wird sie wieder angstfrei am Straßenverkehr teilnehmen können und einen neuen Führerschein erhalten. Die psychologische Betreuung wird sich positiv auf die Verkehrssicherheit auswirken. Panik am Steuer, für Marlene Melzer bald kein Thema mehr.